geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute mal aus meinem Studio. Ja, und zwar möchte ich euch heute mal ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, wo ich mich gerade damit beschäftige. Und zwar, ihr seht ja hier meine komplette Wand mit Monitoren, zumindest mal ein Bruchteil. Ihr seht hier oben einen Monitor in der Front von mir, rechts zum Beispiel. Und es sind insgesamt 4 Monitore. Die wollen ja irgendwo ein bisschen organisiert werden. Man will irgendwo ein bisschen flexibel sein, aber trotzdem alles schön im Blickfeld haben. So, aktuell ist es so, ich brauche den hier zum Beispiel schwenkbar nach drüben zum Rennsitz, damit ich da ordentlich auch im Stream den Chat lesen kann. Ich brauche hier oben einen großen Monitor, eine stabile Halterung. Ich brauche hier vorne, habe ich nochmal einen großen, und links nochmal einen, wo auch ein bisschen flexibel sein muss. Es ist jetzt aktuell so, dass die ganzen Monitore, naja, seien wir ehrlich, das ist ein absolutes Chaos. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal zu stark an den Tisch hinkomme, dann kommt mir das ganze Zeug entgegen. Bedeutet, es hängt komplett schief da oben, der Monitor ist nicht flexibel und das Ganze wackelt verrückt, einfach verrückt. Und es ist gerade auch so ein Thema, wenn man dann hier oben noch die Webcam drauf hat, dann wird es einfach nicht schön. So, was habe ich gemacht? Ich bin auf die Suche gegangen, natürlich im Netz, so wie ihr, und bin auf folgende Firma gestoßen. Die ganze Firma nennt sich Inline und die haben so Produkte wie zum Beispiel Ventilatoren, Webcams und so weiter und so fort. Also im Endeffekt so ein bisschen Kleinelektronik, ne? Kabel, Netzteile, Netzwerk und so weiter. Aber auch, ganz interessant, findet ihr nämlich unter Produkte, Halterung, und dann nennt sich das Ganze nämlich Sledwall. Die Sledwall sieht wie folgt aus. Ihr habt verschiedene Komponenten, ne? Zum Beispiel Monitorhalterungen, ihr habt ein Schienensystem, ihr habt unterschiedliche Monitorhalterungen, was das Ganze halt sehr, sehr variabel macht. Und was mir halt ganz, ganz gut gefällt, ist dieses System über ein Bosch-Profil, kenne ich es, ne? Ich komme aus der Zerspannung, dann nannte sich das Bosch-Profil, und das sind im Endeffekt so Profilschienen, wo einfach sehr, sehr variabel sind. Man kann es in der Höhe verstellen, zum Beispiel in der Breite, man kann auch die Monitore dahin platzieren, wo man das gerne hätte. Na? Und daraufhin war ich so ein bisschen getriggert. Na? So sieht das Ganze aus. Was habe ich gemacht? Ich habe die Firma mal angeschrieben. Ich will es einfach transparent und offen und ehrlich mit euch angehen, das Thema. Und habe sie mal gefragt, ob sie mir nicht mal so ein Paket zur Verfügung stellen, wo ich das Ganze testen kann. Und das Ganze beginnt heute mit dem allerersten Video. Wir wollen das Ganze mal auspacken und uns anschauen, wie wird denn das angeliefert, wie gut ist es verpackt, wie sieht das Ganze aus und. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f*** likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be Ja, das war mal das kleine Unboxing von dieser Sledwall von Inline. Ich muss sagen, diese Profile, es fühlt sich schon mal sehr gut an und optisch. Na, was soll man sagen? Es ist kein Kratzer, keine Macke drin. Es ist auch sehr, sehr gut verpackt, muss man sagen.
Und was mir besonders gut gefällt, ist hier dieser weiße Lack. Der gefällt mir wirklich sehr gut. Und es fühlt sich alles schon sehr, sehr stabil an. Es wiegt auch einiges. Ich bin gespannt, wie gut sich das Ganze macht. Das werden wir uns dann als nächstes, wenn ihr Bock habt, gemeinsam hier in einer kleinen Umbauaktion anschauen. Ich verlinke euch mal die Internetseite unten in der Videobeschreibung. Falls ihr auch sowas sucht, schaut gerne dort vorbei. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden, was das Ganze dann im Praxistest macht. In dem Sinn, macht's gut. Vielen Dank. Bis dann, euer Yogi. Ciao.